Hallo liebe Leute! Ja, heute zeige ich euch, wie ich Kaiserschmarrn mache. Ja, das gibt es heute bei uns ja zum Frühstück oder Brunch. Ja, hier habe ich erstmal 4 Eier und da trenne ich erstmal das Eiweiß vom Eigelb. Dann brauchen wir noch ungefähr 60 Gramm geschmolzene Margarine, 70 Gramm Zucker, 250 Milliliter Milch und ja, so 250 Gramm Mehl. Ja, hier haben wir die Margarine, die habe ich schon geschmolzen. Und ja, das lasse ich jetzt noch mal ein bisschen kurz auskühlen. Und ja. Ups, da sind mir ein paar Tropfen Eigelb reingerutscht, aber ist nicht so schlimm. So, und das Ganze schlagen wir jetzt schön steif. So, dazu geben wir ein bisschen eine Prise Salz, damit das Ganze auch schön steif wird. Ja, also sind hier einfach nur Eigelb und ein bisschen Salz drin, damit es schön. Eiweiß natürlich. Ich meinte Eiweiß und ein bisschen Salz. Ja, damit das ein bisschen den Geruch neutralisiert und auch schön steif wird. So, und jetzt geben wir noch ein bisschen von unserem Zucker hinzu, damit wir auch schönen Eischnee bekommen. Schön aus. Ja, ich glaube, das ist auch schon gleich fertig. Es sieht so fluffig und so schön weiß aus. Ja, während unser Eischnee noch weiter steif wird oder gerührt wird, kümmern wir uns um unseren Teig sozusagen. Hier haben wir unsere 4 Eigelbe. Da kommt jetzt unser restlicher Zucker hinzu. 250 Milliliter Milch. Das probieren wir jetzt erstmal. Das reicht auch schon. Dann geben wir hier unseren Mehl hinzu. Und alles schön verrühren. Okay, wenn unsere Masse jetzt so ungefähr aussieht, also unser Mehl mit den restlichen Zutaten kombiniert ist, geben wir hier unsere geschmolzene Margarine hinzu.
So, und das füllen wir jetzt auch unter. So, wenn schon alles gut miteinander ja, vermixt ist, geben wir jetzt hier unseren Eischnee hinzu. Ja, und das rühren wir jetzt auch erstmal unter. Oder heben das unter, besser gesagt. Ah ja, und nicht wundern, also wenn euch der Teig am Anfang vielleicht ein bisschen fest erscheint, ja, das ist nicht schlimm oder das gehört so, weil jetzt geben wir ja hier unseren fluffigen Eischnee hinzu und dann wird das Ganze auch etwas ja, flüssiger, sag ich mal so. Wow, und wie ihr sehen könnt, ist unser hier ja, Eischnee sehr schön geworden. Also haben die paar Tropfen Eigelb ja nichts, das nichts verschlimmert oder ja, es ist trotzdem gelungen sozusagen. So, unser Teig ist jetzt fertig und ja, jetzt erhitzen wir erstmal eine Pfanne, in der wir unseren Kaiserschmarrn ausbacken können. So, hier habe ich eine Pfanne und ja, da gebe ich jetzt etwas Öl hinzu. Und ja, dann warten wir erstmal, bis die Pfanne so richtig heiß ist und dann können wir hier unseren Teig reingeben. So, unsere Pfanne ist jetzt schon heiß genug und jetzt geben wir unseren Teig hinzu. So, dann lassen wir das jetzt erstmal schön auf einer Seite ausbacken. Und ja, sieht schon fast gut aus. So, schaut schon gut aus. Und ja, jetzt können wir den hier erstmal in die Hälfte teilen. Ja, dann probieren wir mal das Ganze zu wenden. Boah. So, dann geben wir hier noch ein bisschen Margarine hinzu, damit das Ganze nicht zu trocken ist.
Ja, und dann können wir auch schon anfangen, das Ganze hier so zu zerpflücken oder in kleinen Stücken zu schneiden. Ja, und wie ihr seht, ist das Ganze schon fertig und es ging eigentlich recht schnell und einfach. Und ja, jetzt können wir unseren Kaiserschmarrn hier aus der Pfanne holen. Wow, diesmal haben wir es geschafft, es in einem Ganzen zu drehen. Ja, und jetzt wieder zurechtschneiden. Ach ja, wenn ihr Rosinen mögt, könnt ihr natürlich auch Rosinen hinzugeben. Ja, dafür gebt ihr einfach den Teig in die Pfanne. Und dann streut ihr einfach auf der Oberseite ein paar Rosinen aus. Und ja, und dann macht ihr den Rest einfach genauso wie hier. Oder wie eben gesehen. Ja, und auch, und ihr könnt natürlich auch entscheiden, wie groß ihr eure Stückchen schneidet. Es duftet so lecker und sieht auch so lecker aus. Mmh, yummy. So, und ja, jetzt ist hier, glaube ich, auch unsere zweite Ladung Kaiserschmarrn fertig. Und ja, schaut das nicht schön aus? Ja, jetzt können wir das Ganze aus der Pfanne nehmen. Oh ja, und dann haben wir auch schon unser heutiges Frühstück oder Brunch fertig. So, jetzt beträufeln oder bestäuben wir das Ganze noch mit etwas Puderzucker. Boah, also ich finde, unser Kaiserschmarrn sieht schön und appetitlich aus. Ja, hoffentlich schmeckt es auch so lecker oder so schön oder so lecker, wie es ausschaut. Und ja, das werden wir gleich mal probieren. Ja, und so sieht unser heutiges Frühstück aus. Hier haben wir unseren Kaiserschmarrn, ein bisschen Apfelmus. Dann gibt es noch eine Obstplatte, ein bisschen Apfel, Orange, Kiwi, Mango. Dann haben wir auch hier ein bisschen Brot mit Chilischoten. Und hier haben wir sozusagen Gemüseplatte mit Tomaten und Gewürzgurken. So, dann würde ich sagen, probieren wir mal unseren Kaiserschmarrn. So, ja, da haben wir unseren Kaiserschmarrn und jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Apfelmus drüber oder zu. So, und dann probieren wir das Ganze mal.
Wow, schmeckt wirklich super lecker und schön fluffig. Wow, ist uns sehr gut gelungen. Schmeckt köstlich. So, hier haben wir auch noch schöne Blumen. So, und ich würde sagen, wir lassen uns das Frühstück mal schmecken, bevor unser Kaiserschmarrn noch kalt wird. Warm oder heiß schmeckt es doch am besten. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!